Dann die Führung selber. Die Führung selber ist ein wesentlicher Teil des Leitbildes und drückt das Leitbild auch aus. Warum? Menschen neigen dazu, Dinge nachzumachen. Wie der Herr, so es geschehe, sagt der Volksmund. Oder wie man in Bayern sagt, der Fisch stinkt vom Kopf zuerst. Das heißt, das Problem ist sehr oft die Führung. Das heißt, die Führung muss solche Dinge wie Mission und Vision auch vorleben. Es gab wirklich mal eine Tendenz, da haben die Leute gesagt, oh, alle reden von Corporate Identity, wir brauchen auch eine Corporate Identity, was machen wir nur, was machen wir nur? Und die sind wirklich zu einer Marketingagentur gegangen und haben gesagt, könnt ihr uns meine Corporate Identity bitte irgendwie so machen, schneidern, weiß ich ja auch nicht wie, aber macht es mal irgendwie. Ja? Eine Identität hat man, die kann man nicht auf der Stange irgendwo kaufen. Ja? Wenn ein Unternehmen, sagen wir mal, über Generationen mittelständisches Unternehmen, vom Urgroßvater und so weiter, immer weiter über die Generation übertragen wurde, dann ist das eine Identität eines Unternehmens. Und der Geist weht immer noch irgendwie und irgendwo. Weil irgendwann aus irgendeinem Grund hat irgendwann mal jemand dieses Unternehmen gegründet, ist dann übertragen auf seinen Sohn nach dem Motto: Sohn, mach da, wo ich aufgehört habe, weiter oder mach es noch besser. Und der Sohn hatte dann wieder einen Sohn und hat es übertragen und so weiter und so weiter. Das ist eine Identität, ein Familienunternehmen. Das ist was anderes als eine anonyme Aktiengesellschaft, die irgendwann mal jemand gegründet hat. Ja, ganz anders. Na, viel persönlicher, persönliche Verbindung der Gesellschafter auch, als in einer anonymen Aktiengesellschaft, wo die Aktionäre wie im Taubenschlag rein und rausgehen. Ja, und bloß weil irgendjemand auf irgendeinem Nachrichtensender gesagt hat, oh, alles schwierig an der Börse und so, mal eben schnell seine Aktien verkauft und Gold kauft. Das ist was anderes als beim Unternehmen, das schon seit 300 Jahren über Generationen übertragen wurde. Ja, also, das ist Führung. Das ist Unternehmensidentität, die man nicht kaufen kann, sondern Führung muss man vorleben. Ja, also große Verantwortung, unser Thema heißt ja hier Unternehmensführung, Vorbild sein. Führen heißt Vorbild sein. Ja.